Ja, willkommen zurück zu Pokémon Spirit, ein Pokémon-Fangame von Iris Place und Osoma LP. Und ihr fragt euch sicherlich, warum ich jetzt hier gerade im Pokédex bin. Ja, ich habe offscreen ein bisschen gegrindet, das empfiehlt sich zwischendurch ja auch mal. Man weiß ja nicht, was auf einen zukommt. Und da bin ich einigen Pokémon begegnet, die ich zuvor noch nicht hier in diesem Durchgang angetroffen habe, beziehungsweise auch nicht fangen konnte, falls ich sie angetroffen haben sollte, weil irgendein Trainer sie verwendete. Und das wäre dann einmal hier Glameow. Da zeige ich euch mal kurz was, die Beschreibung, das mache ich ja immer ganz gern. Many people have Glameow as their home Pokémon. It purrs softly and has a bouncy tail with which it will jump around and look for treats all day long. Genau. Dann haben wir hier einmal Shroomish. It hides itself in deep forest and tall grasses. They survive mostly on fallen berries, which they try to get from trees by using headbutt. Also Kopfnuss und dann, das gibt's hier also auch noch dann. Okay. Dann Eka, das finde ich ja klasse, dass die vier, die ich hier gefangen habe, dass sie direkt untereinander hier sind. Also gut, dazwischen sind zwar auch noch Pokémon, aber die habe ich ja noch nicht gesehen. Das finde ich klasse. Das erleichtert mir so einige Sucharbeiten. So, Ekans, ja, ich denke mal, es überrascht nicht so sehr, wenn man es rückwärts liest, dass daraus Snake sich ergibt. Und das hatten wir auch schon bei Rettern und Arbok gehabt. Wenn man die rückwärts liest, dann hat man ja auch gewisse Schlangenarten. Ich habe ihn übrigens in mein Team aufgenommen und stattdessen Eevee in die Box gepackt, weil ich denke, dass er mir einen größeren Mehrwert bieten wird. Schätze ich jetzt mal. Aber mal gucken. Mein Team ist da sowieso noch nicht das finale Team. Ich bevorzuge es aber trotzdem, 6 Pokémon mit mir zu tragen, um eben unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten zu haben. So, Ekans have no teeth. They swallow their food whole, which mostly consists of eggs and smaller Pokémon. Und wieso ist da in diesem Feld dort in der Mitte? Ich denke, was soll ja dieses Poison anzeigen? Wieso ist da kein Symbol? Ist das so richtig oder ist das ein Fehler? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht hat ist das Symbol von Poison einfach nur weiß. Okay, Venipede, den habe ich auch noch gefangen. It climbs up trees and falls down on smaller prey. With the poisonous sting, they can paralyze prey to eat alive. Alles klar. Und dann kann ich euch noch mal kurz zeigen, wie jetzt mein Team zusammengestellt ist hier. Also ihr seht ja dort, Carpador ist auf Level 23 und normalerweise verwandelt sich ein Carpador mit Level 20 in ein Gyarados, aber hier ist es ja anders. Also ihr könnt mir gerne schreiben, wann, also mit welchem Level sich Carpador entwickelt, damit ich mich irgendwie darauf einstellen kann. Wenn es jetzt irgendwie, irgendwie Level 50 ist oder so, dann werde ich das natürlich irgendwie offscreen machen. Denn ich werde jetzt nicht bis Level 50 ihn immer vorne haben und dann immer andere angreifen lassen. Weil ich habe gemerkt, wenn Carpador Tackle verwendet, dann macht das unglaublich wenig Schaden. Also, das ist mir beim Grinden aufgefallen. Ich habe so gedacht, jetzt ist er ja so Level 20, jetzt kann er ja allmählich auch mal selber angreifen. Aber nein, er macht wenig Schaden und das ist irgendwie, ich weiß nicht, warum gerade er so wenig Schaden macht. So, und im vorangegangenen Part habe ich, glaube ich, ein kleines bisschen Mist erzählt. Ich bin davon ausgegangen, dass hier irgendwie die Arena ist, aber kann ja gar nicht sein. Weil hier kein Stein ist, auf dem jetzt hier steht, das ist die Arena von dem und den mit der und der Klasse. Außerdem ist es auch das Gebäude ein bisschen zu groß für eine Arena. So, aber jetzt wollen wir mal erfahren, was es wirklich ist hier. Welcome to Baranta Tech. We are the leading computer company in Baranta. Currently we are working the research on Porygon. Okay. Porygon, der aus Polygonen besteht, ne? Das ist doch dieses Pokémon, oder? Da ist doch ein Computer, da gucke ich gleich nochmal, interagiere ich hier gleich nochmal.
Aber erstmal hier, ja, ich habe mir gedacht, dass man das hier lesen kann. Research Diary about Porygon. Do you want to read it? Yes, natürlich. Day 1. We finished our studies about Dunstars. Okay. It was really interesting, but now we need a new research project. After some discussions, we started to research Porygon. Day 2. Originally, we thought Pokémon was programmed and multiplied itself, but that seems to be wrong. It looks like Porygon came from another dimension, and with the invention of the computer, it could travel to our world. Day 5. Porygon seems to be a living being, but with unorganic components. The polygons it is made of are just like skin. His inner self is made out of a physical stable program. However, this is possible. We try to figure out this out. Day 11. The code Porygon is written in... Der Satz war auch ein bisschen komisch. The code Porygon is written in can absorb all kinds of... Das klingt irgendwie seltsam. Also da müssen wir nochmal rüberschauen. That's the reason why it can be involved with other programs and items. Day 23. We made a lot of tests with Porygon's capability to absorb everything, and the results are shocking. There is no distinction between the parts he absorbs and his very own matter. This Pokémon should be held with care so that it never absorbs something which could be bad for it. The results for it could be catastrophic. That was the last entry. It dates 4 days ago. Oh, da wollen wir mal schauen, was das hier ist. All kinds of books about 3D modeling. Ah, okay. A cup of cold coffee. Und hier, it's a computer which shows a little presentation of Baranda Tech. Do you wanna see it? Okay, Baranda Tech was built a few years after Kaminari got the Power Stone. With the seemling... Was? Oh, das ist ein Zungenbrecher. Seemingly Infinite Energy. It's the perfect place for research. The company was founded by Dahlia Chi, the richest person in this region. With her help, we managed to build this place in a few months. Since then, we discovered many secrets of different Pokémon. All unsere anderen älteren Projekte, Informationen are stored in the second floor. Feel free to investigate. Okay, ja, dann wollen wir mal mit euch sprechen hier. Was habt ihr zu sagen? Have a good... Weil ich das G gelesen habe, irgendwie have a good day oder sowas. Nein, have you heard of a Pokémon called Genesect? Nee. Es scheint irgendwie so sich auf Genesis zu beziehen und ein Insekten-Pokémon zu sein. Aber kenne ich nicht. Meine ich zumindest. It's said to be a strong Pokémon that was enhanced by humans. Maybe it uses this stuff to power itself. Und jetzt habe ich eine Batterie bekommen hier? Moment mal, das wollen wir uns mal kurz anschauen. Hier denke ich mal, ne? Ja. Consumable battery. If the holder is hit by an electric type move, its attack will rise. Okay. Alles klar, ja. Aber ist jetzt nicht so, gar nicht so interessant für mich. We are trying to find out which mysteries are behind some Pokémon. Currently we are working on Porygon. So, the polygons in this trash can. Maybe they are working on a 3D model. Was tanzt du denn wie ein Verrückter rum hier? I still can't find this Arceus damned fourth Talo. Also, da geht's auch weiter nach oben. Wieso läuft der jetzt automatisch? Come on, yo, work faster.
You guys know that I need this code really badly, yo. So move on, yo. Excuse me, but we don't know how to locate an old Ember with a program. It's impossible. Yo, I can't believe that you are so stupid. No, we are just trying to do some research on Porygon. Please let us be. Who do you think you are talking to? Yo, I am Motulos, a member of Team Old Ember. And now you've carried it far, buddy. Yo, Magnemite, show them what we are capable of. Attack that computer thingy over there. Whoops, I think that something went wrong. No, what have you done? The poor Porygon. Yo, oh, damn it, I'm yo, das nervt total. You over there, help me with this problem. Yo, das ist wie Montana Black, der in jedem zweiten Satz Digger sagt. Hä? Wieso kämpfe ich jetzt plötzlich gegen Porygon? Wildes Porygon auch noch, das ich fangen kann, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich darf den nicht zu sehr schwächen. Ich weiß jetzt nicht, wen ich dafür jetzt am ehesten einsetzen könnte. Ich darf auf jeden Fall nicht Gift verwenden, weil er ja sonst immer, ne, man... Butterfree ist ja immer ganz gut, weil ich den... Ja, weil ich ihn zum Einschlafen bringen kann dann auch, ne? Dusclops wäre, glaube ich, nicht ideal, weil er ihn one-hitten könnte mit Feuerattacken. Delcatty, ja, beherrscht nur Tackle. Butterfree würde ich schon... Ich versuche mal mit Butterfree. Schaden. Oh Gott. Ich hoffe, Bugbite macht nicht so viel Schaden. Okay, das ist gut. Dann kann ich ihn... Ach, der kann auch noch sich recovern. Oh, shit. Also ich habe jetzt einmalig wahrscheinlich hier die Chance, Porygon zu fangen, ne? Es hätte mir auch vorher sagen können. Woher soll ich das denn wissen? Das habe ich mich an den anderen Pokémon, also an den Original-Pokémon-Spielen auch gestört, dass man dann plötzlich hat man denn die Gelegenheit, ein einzigartiges Pokémon zu fangen und es wird einem vorher aber nicht gesagt. So dass man vorher speichern kann oder sowas. Ich hoffe, kommt die Fusion macht nicht so viel Schaden. Oh. Scheiß Recover. Ey, dass er das kann, ist dumm. Tut mir leid, aber das ist ein einzigartiges Pokémon und dann kann er so eine Scheiße machen. Dann muss ich ihn ja... Gut, wenn er sich jetzt voll heilt, dann weiß ich, dass... Confusion ihn ja nicht komplett besiegt. Ja, sehr schön. So, jetzt hier. Schlafpuder. Sehr schön. Okay, jetzt nehme ich einen. Ein Great Ball, die habe ich übrigens offscreen auch gekauft. Gotcha! Porygon was caught. Sehr schön. Porygon's Data, ja, und so weiter, ne? Das kann ich schon. Ist Elektro und Gift. Ich glaube, den nehme ich in mein Team. muss Rettern wieder raus. weil, ja, da habe ich endlich mal ein Elektro-Pokémon. Also, das war... Ja gut, Schaden hat er ja bisher nicht gemacht. Ich guck gleich mal, was er drauf hat. Through the influence of outside, Porygon has been corrupted by false program to find the old Ember. Alles klar. Nein. Okay, Box 1, das werde ich im Anschluss dann holen dann. Yo, now that's over, but look, I can't let you escape. You'll never be able to speak about this event, yo. It's nothing personal, yo. Just gotta take care of Wit. This is
Let's have a fair fight. Ja, natürlich hat er 4 Pokémon, ist klar. Und dann wahrscheinlich... Ja, ach, das ist das, was ich im vorigen Part da gesehen habe. Diese Zahnräder, Klinken heißen die. Okay, dann wissen wir es jetzt auch. Ja, und da werde ich natürlich, weil es Elektro-Pokémon, denke ich mal, überwiegend sind, auf Dusclops wechseln. Ja. Und hier eine mit Fire Punch, ja. Aber diese Zahnräder, die habe ich auch im vorigen Part gesehen, ja. Also in der... In Kaminari City, also da in der, ne? Auf der Spiel... In der Spielewelt, so. ja, dann... Ja... Bleiben wir bei dieser Taktik hier. Aber hier sind wir auch schon Level 22. Gut, dass ich ein bisschen gegrindet habe. Baut sind. Ach, der hat auch ein Porygon. Na, das macht alles hier, das kommt. Ja, auch Fire Punch. Okay. Ember reicht aus, ne? Ah, hätte ich das gewusst. Hä, wieso macht das so wenig Schaden? Ach, wisst ihr was? Na gut, jetzt hat es mehr Schaden gemacht. Aber jetzt nehme ich trotzdem Fire Punch, falls er wieder hier irgend so eine Scheiße macht. Oh shit, wenn ich ihn jetzt treffe, wird er paralysiert bestimmt, oder? Nee, doch nicht. Tyro. Was ist nicht dieser Fisch? Der auch irgendwie Elektro? Ja, beim Fisch, da weiß ich nicht, ob ich das Klops verwenden möchte. Weil es ja auch ein Wasser-Pokémon zugleich ist. Oder war das jetzt... Ich mach einfach mal no. Ich meine, das war dieser Fisch, ne? Nee. Aber warum verwechsel ich immer diese Namen hier? Es gab ja auch noch einen Fisch, der sowohl ein Elektro-Pokémon, also den Typ Elektro hat, als auch Wasser. Ja, dann war es ja gut, dass ich nicht eingewechselt habe. So. Jetzt kriegt das Klops hier die ganzen Erfahrungspunkte. Aber ist ja auch nicht schlimm. So. Jo, unfair. Ne, wieso unfair? Ganz fair gewonnen hier. Du hast unfair gekämpft. Ich hab noch nicht mal einen Trank gebraucht. Du schon. No way. Yo, you are strong. Da steht Strong. Da fehlt ein R. Strong, meint ihr wahrscheinlich, ne? I'll give you that. I think I'd rather go and escape. Ja, was gibt er mir denn jetzt? Was habe ich jetzt bekommen? Thank you so much. That guy threatened to blow up the wall building. If we wouldn't help him. Here, let me give you this. It help you a lot. Was? Expert share. You can give this one of your... To one of your Pokémon and it will gain experience if... Ach so! Moment. And I've got a bad feeling. I think that this guy might have corrupted more than these two Porygon. If another one should... Matras, would you be so kind and take care for it? Ach ja, Moment mal. Ich muss ja... Ich muss ja auch noch zu dem einen gehen. Ich habe jetzt aber nicht genügend Platz im Team hier. That is great. Come by every day and I keep... you updated. Now then, have a nice day. Our boss will be very thankful. Er meint das Porygon wahrscheinlich, ne, was ich ja sowieso jetzt habe. Aber ich muss, da fällt mir gerade ein, weil er gerade mit Take Care, da ist mir das wieder eingefallen, dass ich ja noch zu der einem Typen gehen muss. Und mir, ja, damit er mir sein Pokémon gibt, das muss ich gleich auch nochmal machen.
So, aber erstmal mit den Leuten hier sprechen. I did it. I located the old Ember. So, ich muss noch mal kurz... Oh, wait. It's just dirt on my screen. Warum ist da manchmal kein Pfeil, obwohl noch was anderes sagt? Noch mal kurz was nachschauen hier. Das ist doch dieses, ja... Dieses Share, ne? Also... Der EP-Teiler, ne? Denke ich mal. Experience Share wahrscheinlich, ne? An item to help by your Pokémon. The holder gets a share of battles experience points without battling. Das passt mir sehr gut. Das passt mir sehr gut. Schade, dass es nur ja sich auf ein Pokémon bezieht. Ich hätte lieber so einen EP-Teiler wie in den neueren Teilen, dass alle ja einen gewissen Anteil an Erfahrungspunkten bekommen. Aber okay. Da weiß ich schon, wem ich das gebe hier. Da brauche ich den nicht immer vorne haben. Und zwar gebe ich das hier, unseren lieben Kapador hier. So, close back. Und damit ich das nicht vergesse hier, wen setze ich den jetzt mal nach vorne? Ich denke mal, Delcati braucht ja Erfahrung. Weil Delcati ist noch auf Level 19. Deswegen, ja, ich würde mal sagen, ja doch, machen wir. Und dann hier, genau. Das Magikarp dann nicht immer hier, ja, dass ich nicht immer wechseln muss. Das passt mir ganz gut. So, was sagt er hier? Thank you so much for your help. This guy was crazy. I want to find a cure for those poor Porygon. They deserve better. I love this job so much. We are such a good team. So, kann ich hier nochmal interagieren? It's a generator which provide the computers with energy. Alles klar. Geht's dann wieder noch weiter hier? Oh Gott, es will nochmal. Das wird wieder ein längerer Part hier, wenn ich das alles hier... Oh, sag jetzt nicht, ich habe hier jetzt immer... Also nee, hier kann ich nicht mit interagieren, aber hier ist wieder so ein Bericht hier, ne? Okay, da kann ich nicht mit interagieren hier. Hier vielleicht mit dem Computer. Nee. Alles klar, hier mit den Laptops auch nicht, ne? Denke ich mal hier. Oh, hier ist ein Weg. Oder... Das sieht irgendwie aus, als wenn man da durch könnte, aber... Ja, klappt nicht. So, und was ist hier jetzt? Ist das Büro des Chefs hier, oder was? Wenn ich mich jetzt hier hinsetze, ist nichts. Wenn ich hier, da ist auch nichts. Da kann ich nicht interagieren mit den Sachen. Okay, dann war es das hier. Hat jetzt auch wieder, ja, in gewisser Weise den ganzen Part in Anspruch genommen. Okay. Ja, dann wollen wir mal erstmal heilen hier. Ja, bla 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 bla. Und dann, ja, rettern. Einlagern. Aber noch nicht Porygon holen, weil ich noch den freien Platz brauche. Ja, someone's PC. Und erstmal Deposit Pokémon. Ja. Tut mir leid, aber ich muss mich leider dann auch hier einlagern. Ja, in Box 1. Da ist ja noch genügend Platz. Und ja, ein Mitnehmen. Nee, Quatsch, was mach ich denn? Ich wollte doch. Hallo. Einfach weg raus hier. So. Ich brauche ja noch den Platz, Mensch. Habe ich doch gerade eben gesagt noch, man. So. Was war jetzt nicht. Habe ich jetzt vergessen, die dritte Hausreihe und dann ganz oben rechts, links, oder war das die zweite Hausreihe? Also war das hier? Hier ist niemand. Dann war das die zweite Hausreihe. Oh, das ist ja noch nicht mal die dritte gewesen, das ist sogar die vierte, ne? Oh, come on. Wieso sind das so nervig designt, dass man dann nicht... muss man extra jetzt hier noch extra entlang gehen? So. Mal gucken. Ja, das war die vierte Hausreihe. Eben. Das hier ist jetzt die dritte. So, und er hier, ne?
Miauf. Okay. Jetzt mal kurz gucken. Miauf? Ist Mauzi oder wer ist das? Ja, der irgendwas von Miauf gesagt. Sharpie heißt das plötzlich. Ich habe das nur ganz kurz überlesen eben, deswegen. So, was ist denn Sharpie? Level 20. Vielleicht doch besser als... Und auch Poison hier. Ach, das ist... Die Spezies ist Miauf. Ach so. Das ist tatsächlich Miauf. Die heißen wirklich so. Aber er hat den Sharpie genannt. So ist deswegen. So. Also er kann einmal hier... Ja, Exit. The foe is attacked with a spray of harsh exit. It may also lower the target special defense state. Okay, fake out. Attack that hits first and... Achso, ja. Okay. Poison Fang. Ja, der kann ja ganz gute Sachen hier, ne? The user bites the target with a toxic... Ja komm, ich lasse ihn erstmal im Team drin hier. Ear Splitting, ja, das ist so eine Sache, wieder so eine Attacke, die man dann später ersetzen kann, wenn man das Neues lernt. Ich lasse den erstmal drin. Okay. Ja, dann war es das auch für diesen Part. Ich werde im kommenden Part, würde ich mal sagen, ich habe mir die Karte mal angeschaut, dass ich, das zeige ich euch auch gleich nochmal schnell, erstmal hier in diese Richtung gehen. So, dass ich denn hier weitergehe, denn wenn ihr euch auf die Karte anschaut, dann geht es hier nämlich, ihr könnt ja sehen hier, über Route 6 geht es hier wieder zurück, wo ich schon war. Das heißt, dann damit ich in Route 6 dann einmal erkundet habe, komme ich hier wieder zurück, bin hier wieder in Route 1 und dann schließt sich hier schon mal ein Kreis. Das heißt also, ja, Route 6 werde ich mir dann anschauen. Und da habe ich übrigens auch trainiert. Also da habe ich auch die entsprechenden Pokémon auch gefangen, die ich euch am Anfang dieses Partes vorgestellt habe. Und ich würde mal sagen, ja, das wird dann im nächsten Part geschehen, dass ich dann Route 6 entlang gehe. Dann kommen wir wieder da. Und dann werde ich offscreen wieder hier hingehen, zu dieser Stadt. Achso, ein Trainer fehlt ja auch noch. Route 5, den, ich weiß nicht, den habe ich irgendwie, ja, habe ich gesagt, bekämpfe ich gleich, habe ihn halt aber vergessen. Das werde ich auch noch nachholen dann. Das werde ich dann aber nicht im nächsten Part machen, also jetzt im kommenden Part, sondern in dem darauffolgenden, wenn ich dann offscreen wieder da in Richtung Kaminari City gehe, denn von Kaminari City aus habe ich mir so überlegt, oder nicht direkt von Kaminari City, aber von Route 5 aus, geht es dann in Route 7. Dass ich in Route 7 hier entlang gehe, dann gut, ich könnte auch Route 8 entlang gehen und dann auf Route 7 zurück, dann haben wir wieder einen geschlossenen Kreis hier. Muss ich mir nochmal überlegen für die nächsten Parts. Das werde ich dann entscheiden, wenn es dann soweit ist. Aber fürs Erste war es das erst einmal und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, tschüss.